Der US-Senat hat ein Milliardengesetzespaket abgelehnt, das Hilfen für die Ukraine und Israel vorsieht, sowie Geld für die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko. Die Verabschiedung scheiterte an der fehlenden Zustimmung der Republikaner. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte eine schnelle zweite Abstimmung an, in der es nur um die Auslandshilfen gehen soll. Das Paket hat einen Umfang von umgerechnet rund 110 Milliarden Euro. Ein Großteil davon ist für die Ukraine vorgesehen. Unter anderem der republikanische Präsidentschaftsbewerber und frühere US-Präsident Donald Trump hatte sich deutlich gegen das Paket ausgesprochen. In Deutschland werteten Politiker von SPD und CDU das Scheitern der neuen Ukraine-Hilfe im Senat als Warnsignal. Es sei ein Hinweis darauf, wie sich die US-Politik entwickeln könnte, wenn Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November abermals ins Weiße Haus gewählt würde, hieß es. Die Europäer müssten mehr Verantwortung übernehmen.